Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Frank Breher und ich begrüße Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich zum nächsten Tag der DSME 2021 in der Summer Edition. Wetter heute leider auch wieder durchwachsen. Von daher wenigstens ist die DSME in der Summer Edition. Ich hoffe, Sie sind alle gut in den letzten Tag der vollgepackten DSME-Woche gestartet und bereit für den nächsten Impulsvortrag hier in der Experience 02. Vielleicht hatten Sie in der Morning Session auch schon ein bisschen die Möglichkeit, konstruktiv zu werden. Neben mir begrüße ich Markus Wagner. Er ist hier bei der Servio Principal Consultant und Ihr Referent in den nächsten 45 Minuten. Hallo Markus, grüß dich. Guten Morgen, Frank. Sie sehen im Hintergrund, vielleicht haben Sie den Barcode auch schon abgescannt. Wenn Sie mit der Servio in irgendeiner Form zu tun haben, sei es in Beratung, in Trainings, geben Sie gerne Ihre Bewertung ab, denn jede Bewertung trägt dazu bei, dass ein weiterer Baum auf dieser Erde gepflanzt wird und der Planet hoffentlich wieder ein ganzes Stück grüner wird. Also vielleicht nehmen Sie sich ganz kurz die Zeit, einfach hier mal reinzuklicken, eine Bewertung abzugeben. Es ist für einen guten Zweck. Und ja, wie gesagt, der Planet wird dadurch, auch wenn es Ihnen vielleicht geht wie mir und Sie keinen grünen Daumen haben, aber vielleicht wird der Planet dadurch wieder etwas grüner. Bevor ich in die Vorstellung des Vortrags beziehungsweise auch von unserem nächsten Redner starte, ganz kurze Information. Sie haben ein Fragepanel in Ihrer Bedienleiste, über die Sie gerne Fragen eingeben können zum Vortrag. Wir werden versuchen, sie eventuell dann schon während des Vortrags zu beantworten. Sollte das nicht klappen, haben wir noch eine Q&A-Session am Ende vorgesehen. Also das heißt, die Fragen, die reinkommen, kommen bei mir an und ich werde sie dann letztendlich mit Markus besprechen. Er selbst ist auch im Anschluss an den Vortrag in der Speakers Corner verfügbar. Den Link zur Speakers Corner schreibe ich am Ende des Vortrags auch noch kurz für Sie in den Chat, damit Sie den direkten Weg dahin finden. Ansonsten können Sie auch über die Lobby der DSME Eintrittshalle gehen, um direkt zur Speakers Corner zu kommen. Und der Vortrag, wie alle freigegebenen Vorträge, wird im Anschluss auch auf Servio TV in YouTube verfügbar sein. Also wenn Sie da noch mal reinschauen wollen, nutzen Sie gerne dazu auch die Gelegenheit. Ja, der nächste Vortrag, im nächsten Vortrag wird mein Kollege Markus unter dem Titel SRE in Action erläutern, warum Sie mit Site Reliability bei einer ganzheitlichen Betrachtung von Dev und Ops profitieren können und wie das Zusammenspiel mit ITIL 4 und DevOps funktioniert. Ganz kurz, Markus Wagner war nach dem Studium der Rechtswissenschaften und BWL in verschiedenen Beratungshäusern tätig. Bereits über 20 Jahre widmet er sich dem Service Management und seiner Entwicklung zur Lösung von Problemen seiner Kunden. Dabei ist er immer auf der Suche nach Ansätzen, die dabei helfen, einfach mal über den Tellerrand hinauszublicken, um die Menschen und Organisationen voranzubringen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß und vielleicht einen neuen Blick auf SAE. Markus, du kannst jetzt in den Action-Modus gehen und Bühne frei für dich. Genau, sehr gut. Prima. Dann danke ich dir. Genau, den Bildschirm teile ich jetzt mal eben ganz kurz. Jetzt hoffen wir nur, dass wir den richtigen Bildschirm hier übertragen. Genau, nehmen wir mal denjenigen welchen. Sehr schön. Also, sollte funktionieren. Einen Jawohl, wunderschönen passt. guten Morgen in die Runde. Genau, zu früher Stunde. Das war, wenn man noch an die alten Zeiten sich zurückerinnert, an unsere Kongresse, war der Freitag immer etwas schwieriger, weil alle müde waren von der Party an diesem Tag oder am Tag vorher, an dem Donnerstag. Insofern ist es jetzt ein bisschen besser, aber natürlich fehlt der Austausch tatsächlich. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen können live in Farbe. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Ich werde jetzt eben meine Kamera ausschalten, weil ich ansonsten vermute, dass es vielleicht ein bisschen Probleme mit der Netzwerkqualität gibt. Und deswegen schalte ich das mal ab und werde Sie so ein bisschen durch die Folien leiten. Genau, SRE in Action. Warum haben wir das SRE in Action genannt? Weil wir finden, oder ich finde, dass das Thema Site Reliability Engineering sehr viel mit Aktion zu tun hat,
sehr viel damit zu tun hat, für den Kunden zu kämpfen, für die Verfügbarkeit von Services. Auf die Begrifflichkeit gehe ich gleich noch ein. Ich habe auch aus dem Grunde so ein paar Symbole gewählt. Ne, das Schwert zum Beispiel, was für Angriff steht. Und im SAE-Umfeld bedeutet das für mich, ne, neue Funktionen, Fortschritt, neue Features, aber immer unter Berücksichtigung oder gleichzeitiger Betrachtung der betrieblichen Anforderungen. Es gibt in SAE so einen Begriff, der sich da nennt Wisdom of Production. Also diese SAE-Bereiche versuchen immer, die Weisheit der Produktion mit einzubeziehen in die Entwicklung, sodass wir hier die Brücke tatsächlich schlagen und auch hier das Schwert, ne, schlägt die Brücke zwischen Engineering, also den reinen Entwicklungsbereichen und dem Betrieb. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch immer, und das ist immer das gute Hinleiten zum Schild, natürlich auch die betrieblichen Aspekte verteidigen, weil wir können nicht irgendwelche Features shippen, irgendwelche neuen Dinge voranbringen, wenn wir nicht gleichzeitig auch die Betriebsbelange betrachten. Und das ist so ein bisschen, ne, Schwert und Schild. Und die Faust fand ich ganz interessant, weil sie für Stärke steht, sich tatsächlich auf das zu fokussieren, was, ne, den Menschen, was die Organisation voranbringt. Also keine Dinge tun, keine Arbeiten durchführen. Es gibt auch noch einen Begriff, den Begriff des Toil in SRE, die keinen Mehrwert bringen oder zumindest versuchen, diese Dinge dann zu automatisieren. Was vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt ist, auch für die Werte einzustehen, die wir in der Organisation haben. Also sprich, ne, Collaboration, gemeinsame Ziele erreichen, ne, gemeinsam die Organisation voranbringen, kein Blame Game. Ne, da sind ja so Dinge mit drin wie, ne, Blameless Postmortems, dass wir, wenn Dinge schiefgegangen sind, nicht getreu dem Motto handeln, bin ich mal froh, dass es nicht ich war, der diese Schwierigkeit verursacht hat, sondern ein anderer, sondern wir versuchen einfach die Sache in den Griff zu kriegen und dort voranzukommen. Das, wie gesagt, darum wird es jetzt so ein bisschen gehen. In der nächsten, Dreiviertelstunde habe ich nicht mehr ganz. Ne? Frank hat mir die ganze Zeit geklaut. Nein, war ein Spaß. Ich begrüße Sie auf jeden Fall recht herzlich zum Impulsvortrag Site Reliability in Action. Genau, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich bin seit 2011 bei der Survey unterwegs als Berater und Trainer und Coach. Aktuell in mehreren Projekten unterwegs, die das Thema SAE vielleicht so ein bisschen nur streifen. Aber es sind nach wie vor klassischerweise reine Service-Management-Projekte, auf denen ich unterwegs bin, aber natürlich auch als Trainer in den diversen Themen, ne, Service-Management, also rund um das Thema ITIL, wobei ITIL mittlerweile ja auch zum Beispiel Dinge wie SRE, Frank sprach es ja eben an, dass SRE und ITIL, beziehungsweise DevOps und ITIL sehr eng zusammenfallen, da komme ich dann auch noch mit Sicherheit zu. Aber auch so Dinge wie COVID, auch dort bin ich unterwegs, also das ganze Thema Governance und so weiter und so fort. Möchte das aber jetzt nicht wirklich stressen, vielleicht haben wir nachher in der Speakers Corner dann auch noch Gelegenheit, uns so ein bisschen auszutauschen. Und möchte jetzt auch an der Stelle direkt einsteigen. Wo kommt das Ganze überhaupt her? Wenn man mal so ein bisschen in Richtung DevOps schielt, zum Beispiel, ist DevOps deutlich jünger, datiert auf das Jahr 2009. Das Thema Site Reliability Engineering, wie gesagt, ist wesentlich früher entstanden, 2003. Eine Entwicklung, die von Google betrieben wurde. Google immer sehr kostenbewusst unterwegs. Und sie mögen es überhaupt nicht, wenn tatsächlich die Kosten linear oder von mir aus auch superlinear, weiß so ein bisschen die Anglizismen, die man hier ein bisschen eingebaut hat, das wollen sie nicht. Ne? Das gilt tatsächlich für Hardware, das gilt für Software, das gilt für Personal. Das sind Dinge, die wir einfach nicht haben wollen. Und da war tatsächlich die Idee zu schauen, ist man nicht in der Lage, Ansätze zu finden, dass Softwareentwickler mehr auch betriebliche Aspekte übernehmen können. Also sprich, dafür Sorge tragen, dass also Systeme in der Produktion auch tatsächlich, also ich meine jetzt hier Software-Systeme in der Produktion tatsächlich auch von den Entwicklern betrieben werden, weil wir dann so eine ganzheitliche Sicht auf die Dinge haben, was ja auch ganz gut zum DevOps-Ansatz an sich passt, Entwicklung, Betrieb zusammenzubringen.
Und insofern passt das ganz gut, wenn man über diese Site-Reliability-Engineering sowohl Skills aus der Produktion wie auch Skills aus dem betrieblichen, aus dem Entwicklungsumfeld zusammenbringt. Ein weiterer Vorteil von Entwicklern, von Engineers ist, dass das betriebliche Thema etwas ist, was sie dann auch versuchen zu automatisieren. Denken wir so an Dinge nach, ne, wie Infrastructure as Code oder ne, auch das Thema ne, Testen über Code. Das sind Provisionierung über Codezeilen. Das sind ja alle Dinge, alles Dinge, die heutzutage funktionieren. Deswegen liegt das auch sehr eng beieinander. Das waren so diese Grundüberlegungen 2003. Es sind dann wirklich einige Ingenieure, Engineers gefunden worden, die schon sehr produktionsorientiert waren von ihrem Skillset. Und das wurden damals die ersten Site-Reliability-Engineers. Das Ganze mittlerweile, wenn man sich so auf der Welt umschaut, ich habe jetzt hier aber nur mal die wichtigsten Player mit aufgelistet. Ne? Facebook nutzt Ansätze aus SAE, Apple, Amazon, Microsoft. Es gibt noch einige Softwareentwicklungsorganisationen, die das nutzen, Banken teilweise auch mit dabei, die allerdings in Europa nicht so wirklich bekannt sind. Aber das zeigt schon, dass das immer weiter sich ausbreitet und nicht nur ein Google-Thema ist an der Stelle. Genau, also das so ein bisschen zur Historie. Was mich dann noch so ein bisschen umgetrieben hat, war so die Frage danach, weil viele immer sagen, ja, das hat für mich überhaupt keine Relevanz. Wir können uns doch als Organisation tatsächlich nicht mit Google vergleichen. Das ist natürlich immer Quatsch. Ne? Also natürlich werden die wenigsten Organisationen die Größenordnung von Google haben. Aber die Ansätze, die dort genutzt sind, sind ja jetzt Bereiche, die jetzt hier ausgenommen sind, die hier betrachtet werden, die in vielen Organisationen auch tatsächlich angewendet werden können. Also so eine Aussage von wegen ne, zu groß, Google ist zu groß, das funktioniert bei uns in der Organisation, die kann man an der Stelle tatsächlich nicht wirklich gelten lassen. Ein weiterer Aspekt, den ich mit aufgenommen habe, war dieses Thema zu talentreich. Ja, wir brauchen nicht so viel Software-Engineering-Know-how in der Organisation. Aber sobald sie Entwicklungsbereiche haben, dann und die Entwicklungsbereiche zwangsweise mit dem Betrieb konfrontiert werden, dann ist das etwas, wo man diese Ansätze hervorragend nutzen könnte. Also auch das lasse ich da an der Stelle nicht gelten, dass einfach bei Google viel mehr Talente rumlaufen als in anderen Organisationen. Das glaube ich schlichtweg nicht. Und deswegen gilt das für mich auch tatsächlich nicht wirklich als Ausrede. Genau, ne? Sie sind privilegiert, sie haben bereits alle Probleme gelöst, die sie lösen müssen. Ja, das erlebt man auch immer wieder in der Beratung, dass es so einige Kunden gibt, die sagen, ja, das passt alles, ich brauche sowas nicht, das ist neumodischer Kram und das ist für uns nicht relevant. Und es geht im Grunde genommen darum, ne, dass wir Menschen finden, die Probleme lösen. Das ist ja dieses Engineering-Mindset. Am besten natürlich interessante Probleme, wo man sich auch wirklich mit befassen möchte. Und dass man über diese Problemlösungsansätze dann versucht, Organisationen besser zu machen und das Ganze tatsächlich auch anreichert, ne, mit Ansätzen aus dem agilen Umfeld, dass wir Misserfolge feiern, dass wir versuchen, einfach besser zu werden, dass wir eine Kultur ausprägen, die für unsere Organisation wichtig ist. Ja, und hier gilt auch wieder das, was wir immer wieder sagen, Buchtreue ist kein Qualitätsmerkmal, auch wenn es hinter SRE kein wirkliches Buch gibt. Natürlich hat Google Publikationen dazu verfasst, aber das heißt jetzt nicht, dass es da irgendwie ein Framework gibt oder sowas. Es ist immer eine Adaption. Ne? Man schaut sich die Themen an, die dort genannt sind und versucht diese Themen tatsächlich für sich zu fassen, für sich anzupassen und dann zu nutzen. Also sehr, sehr viele interessante Themen mit drin. Und wenn man mal die Brücke noch in Richtung DevOps vielleicht schlägt, das kommt gleich auch nochmal. Es ist eine sehr gute Adaption der Ansätze, der Grundzüge, die in DevOps eine Rolle spielen. Und da Eitel mittlerweile das Thema DevOps, genauso wie SAE im Bauch hat, ergänzt das sich sehr gut auch und ist ein Ansatz, den wir auch im IT-Service-Management-Umfeld nutzen können, wenn es wirklich um dieses Zusammenbringen, ne, von Entwicklung und Betrieb geht. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen drauf gucken, auf die Grundlagen, worum geht es in SRE tatsächlich? Ich habe am Anfang, als ich das erste Mal gesehen habe, so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Namen gehabt. Site Reliability, super, ne? Was soll denn das? Was heißt das überhaupt? Ne? Aber wenn man das von der Google-Perspektive betrachtet, dann hat Google eine Handvoll Services, die sehr oder ganz eng mit der Webseite von Google
verknüpft sind. Und was sich Google nicht leisten kann, ist, wenn die Site, also google.com, nicht verfügbar ist. Egal aus welchem Grund auch immer. Ich habe da noch mal rechts nochmal versucht, so einzublenden, welche weiteren Services ja mittlerweile dazugekommen sind. Es ist ja Gmail zum Beispiel als Service oder auch das Thema mit Cloud-Dienstleistungen, die von Google ja auch mittlerweile erreichbar sind. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat Google tatsächlich ein Problem. Ja, also das heißt, wenn immer wir sehr starke Außenwirkungen haben, dann ist das etwas, was wir über SRE sehr gut betrachten können. Ein weiterer Aspekt, arbeiten im großen Maßstab. Man kann sich, glaube ich, sehr schlecht vorstellen, welche Mengengerüste Google betreibt an Rechenzentren, an Menschen, an Services, an Daten. Das sind Dinge, die man als Normalsterblicher sehr schwer fassen kann. Und das muss jetzt tatsächlich in den Griff bekommen werden. Und wir können auch, und das wird auch gleich nochmal so ein bisschen rauskommen, auch niemals dafür Sorge tragen, dass alle Systeme, alle Services 100% up and running sind. Ja, viele Organisationen, sei es jetzt Apple, Google, Facebook, haben immer mal wieder Situationen, wo Dinge nicht wirklich gut funktionieren und Ausfälle da sind. Und das Wichtige ist, dass wir dann die Maßnahmen, die Möglichkeiten haben, mit diesen Ausfällen auch tatsächlich reagieren zu können, beziehungsweise umgehen zu können. Genau, was zusätzlich hier im Bereich SRE noch eine Rolle spielt, ist diese Balance konkurrierender Forderungen. Auf der einen Seite Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch eine Effizienz haben. Kosten sollen nicht linear skalieren. Und wir müssen zusätzlich noch neue Features und neue Services auf den Weg bringen. Das ist ja alles schwierig. Wie kriege ich das jetzt unter einen Hut? Und es funktioniert tatsächlich nicht, und das zeigen ja auch die Ansätze in DevOps und mittlerweile in Item 4 über die Wertströme, dass wir versuchen müssen, die beteiligten Personen zusammenzubringen, ja, keine Silos zu schaffen, Silos aufzubrechen, um so eine Gemeinschaftlichkeit hinzubekommen. Das ist das, was ganz, ganz wichtig ist und was als Kerngedanke auch mit in SRE mit drin steckt. Vom Begriff her bedeutet das, dass SRE das ist, was passiert, wenn Software-Ingenieure eingesetzt werden, um auch Betriebsprobleme zu lösen. Ja, also ich sage bewusst jetzt auch, weil sie natürlich nach wie vor einen Fokus haben in Richtung Softwareentwicklung. Also diese Site-Reliability-Engineer sollen schon dafür Sorge tragen, dass neue Software, neue Features, neue Funktionalitäten auch tatsächlich geliefert werden. Aber nicht auf Teufel komm raus, nicht ohne Berücksichtigung der betrieblichen Aspekte. Das ist das, was ich eben gesagt habe, dieser Wisdom of Production. Ja, dass wir immer wieder im Hinterkopf behalten, was aus betrieblicher Sicht müssen wir jetzt beim Entwickeln von neuen Funktionen, von Features tatsächlich in den Griff kriegen. Also was müssen wir an der Stelle beachten? Ja, das ist das, was tatsächlich wichtig ist. Und dafür nutzen wir dann auch diese Ansätze, die ein Ingenieur wirklich mit sich bringt, dass wir problemlösungsorientiert unterwegs sind und versuchen, den Kern zu finden, die Ursache zu identifizieren und darüber dann unsere Organisation, unsere Services, unsere Herangehensweisen auch tatsächlich zu verbessern. Genau, das, wie gesagt, ist der Kern von Site Reliability Engineering. Jetzt haben wir so ein bisschen Definitionen an der Stelle, Reliability als Begriff, Zuverlässigkeit, und zwar ist die Zuverlässigkeit wirklich eines Services, dass der letztendlich in der Lage ist, bestimmten Ausfällen gegenüber nicht anfällig zu sein, also denen auch wirklich zu widerstehen und wirklich für den Nutzer auch funktionsfähig zu bleiben. Und da müssen wir Ansätze finden, und da sind die Site Reliability Engineers dann gefordert, genau das hinzukriegen, genau das zu versuchen. Wir werden so ein paar Ansätze dann auch noch gleich kennenlernen im Laufe des Seminars, beziehungsweise des Impulsvortrages. Natürlich gibt es auch eine Schulung dazu, wo man dann die einzelnen Details dann noch ein bisschen tiefgreifender erfährt. Genau. Jetzt habe ich eben schon so ein bisschen über DevOps geredet. Wo ist denn jetzt tatsächlich der Unterschied? Ja, wo unterscheiden sich diese beiden Ansätze? Tatsächlich gibt es überhaupt irgendwelche Unterschiede an der Stelle?
Und das wollte ich ganz gerne mit Ihnen auch noch so ein bisschen durcharbeiten bzw. besprechen. DevOps für mich, unter meinem Verständnis, ist eine Bewegung. Ja, ist eine Bewegung von Menschen, die Anwendungsentwicklung und den Betrieb zusammenzubringen, unter Einbeziehung von bestimmten Praktiken, also wie zum Beispiel Praktiken aus dem Service-Management-Umfeld, aus dem Lean-Umfeld, auch aus dem agilen Umfeld, angereichert mit kulturellen Aspekten und dem Einsetzen von Automatisierung Ende zu Ende. Ja, das ist das, was DevOps tatsächlich proklamiert. Ich habe da zusätzlich noch so Dinge, ja, Netzwerk, Security-Aspekte, also wirklich alle betrieblichen Aspekte. Aber es ist nach wie vor, wenn man sich das Ganze anschaut, wenn man auch so Summits oder Kongresse besucht, ist es immer so, dass man sehr viel Anwendungsentwicklung dort vertreten findet. Und so wenig betriebliche Aspekte. Ja, das heißt, es passiert, soll sehr, sehr viel vorher schon passieren, also im Entwicklungsumfeld, im Testumfeld, vielleicht auch in Präproduktionsumfeldern, also Umgebungen. Aber was wirklich im Betrieb passiert, das ist meistens etwas, was wenig Berücksichtigung auch tatsächlich findet. Und es ist manchmal sehr, sehr schwammig, was ich in DevOps finde. Die Ansätze sind alles valide, alles gut, aber mit der Umsetzung ist das dann relativ schwierig. Deswegen finde ich, ist SRE ein ganz toller Ansatz, wie man jetzt wirklich dieses Thema DevOps auch tatsächlich in den Griff kriegen kann. Ja, weil es wirklich Praktiken beinhaltet, die auch tatsächlich funktionieren. Ja, wo Google nachweislich Dinge erreicht hat, die ohne SRE-Ansätze rein unter Berücksichtigung von DevOps nicht funktioniert hätten. Ja, und insofern ist die Definition dann relativ einfach. Ne? Praktiken werden eingesetzt bei Google, die funktionieren tatsächlich. Da stecken auch natürlich Überzeugungen mit drin, Grundwerte, kulturelle Aspekte, überhaupt keine Frage, die dann diese Praktiken auch mit Leben füllen. Und es ist tatsächlich bei Google auch eine Stellenbeschreibung. Ne? Das, was es in DevOps tatsächlich nicht gibt, aber im Google-Umfeld ist es wirklich, sind es teilweise ausgeschriebene Stellen, die man dort findet und die man dann, wenn man möchte, dann auch ergreifen kann, diese Chancen, die sich dann bei Google bieten. Also diese Möglichkeit gibt es. Ich glaube, wenn man so jetzt die Zahlen betrachtet, gibt es im Augenblick so um die 2000 bis 2500 Site Reliability Engineers, die bei Google unterwegs sind. Aber natürlich gibt es, eben schon mal gesagt, ne, DevOps eher eine Bewegung, eine Herangehensweise, tatsächlich ein Ansatz, den wir fahren können. Natürlich fußt oder nutzt Google, die haben das Ganze ja auch in mehreren Iterationen gelebt, nutzt dort tatsächlich auch Ansätze von DevOps und hat 5 Säulen des Erfolges von DevOps bzw. /SRE beschrieben, die dazu führen, dass das Thema wirklich gut funktioniert. Genau, also einmal, klar, dieses Thema, was wir in DevOps auch mit drin haben, Silos abbauen. Also wir wollen nicht die Entwickler, wir wollen nicht die Security-Leute, wir wollen nicht die Betriebler, wir wollen nicht die Anforderer, sondern wir als Organisation sind dafür verantwortlich, erfolgreich zu sein. Ja, und das ist genau das, was wir dann haben, ne? Diese Silos abbauen, und so tatsächlich für eine Durchgängigkeit und auch ein gemeinsames Verständnis sorgen. Fehler als normal implementieren, Quatsch, Fehler als normal akzeptieren. Fehler passieren, ja, das ist immer das, was immer ganz schwierig ist. Warum dürfen wir keine Fehler machen? Ja, wenn wir als Mensch niemals hätten Fehler machen dürfen, dann hätten wir niemals laufen gelernt. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Warum ist das dann plötzlich im Berufsleben weg? Ja, also warum darf man keine Fehler machen? Ich weiß, dass da schon eine Änderung eingetreten ist oder eine Änderung eintritt in der Zwischenzeit, aber es gibt nach wie vor immer noch manchmal eine sehr, sehr schwierige, um es mit einfachen bzw. Netten Worten zu formulieren, schwierige Situation, was das Thema Fehlerkultur angeht. Aber müssen wir tun. Kleine, schrittweise Changes implementieren. Warum muss man das eigentlich immer alles Big Bang machen? Warum muss man immer das große Ganze im Hinterkopf haben, so am Ende der Straße? Ja, also nicht umsonst ist die agile Welt, was das Thema Projektumsetzungen angeht, also wenn wir es agil machen, Projekte umzusetzen, warum sind die eigentlich erfolgreicher? Warum scheitern die eigentlich deutlich weniger? Ja, weil wir einfach in kleineren Schritten unterwegs sind und eben nicht von vornherein
festlegen müssen, was kommt denn am Ende dabei raus. Ja, also das sind Dinge, die definitiv nicht funktionieren oder schwierig funktionieren. Ne? Tooling und Automatisierung nutzen, klar, ne? Möglichst alles automatisieren, was wir automatisieren können. Das sorgt dafür, dass wir unabhängig sind von den handelnden Personen, dass wir weniger Fehler machen. Ne? Das Thema Zeitzonen ist natürlich auch etwas, was überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ne? Deswegen möglichst automatisieren. Das sind, klar, ich sage ja immer dazu, das sind so automatisiere entlang dieser Deployment-Pipeline, also von der Entwicklung bis hin in den Betrieb möglichst alles. Ne? So Infrastructure as Code habe ich schon genannt, ne? Aber auch Configuration as Code, ne? Sind wir so im Docker-Thema unterwegs, oder Testautomatisierung, Versionierungswerkzeuge, Monitoring automatisieren, ja, genauso wie letztendlich dann auch das automatisierte Monitoring, was wir aufsetzen wollen, weil das alles manuell zu machen, das ist etwas, was nicht wirklich funktioniert. Ja, also ein wichtiger Punkt ist tatsächlich so dieses Monitoring-Thema. Deswegen taucht das hier auf, ne? Alles messen. Ja, alles messen sehe ich immer relativ. Alles, was tatsächlich einen Beitrag dazu leistet, zu erkennen, ob ein Service funktioniert. Ja, also es gibt einen Begriff im SAE-Umfeld, das ist dieses Observability, also Services beobachtbar zu machen. Und das tut Google dadurch, dass sie auch Webseiten, Traffic misst, Antwortzeiten auf den Webseiten misst, also sprich User Experience. Ja, und das ist ja das, wo wir hinwollen. Ne? Jetzt in der Kundensituation noch darüber diskutiert, muss es eigentlich SLAs heißen oder sind es XLAs, also User Experience oder Customer Experience Level Agreements, die wir abschließen sollten in Zukunft, weil das ja immer die Ende-zu-Ende-Sicht wäre. Genau, also das, wie gesagt, sind die 5 Säulen, auf denen das Ganze tatsächlich fußt. Tauchen wir ein bisschen tiefer ein in das Thema SRE. Was stecken dort für Grundsätze und Praktiken mit drin? Das ist ja, glaube ich, auch nochmal ganz interessant. Ein wichtiger Aspekt ist, und das werden viele verstehen, wenn auch vielleicht manche ignorieren, dass der Betrieb tatsächlich ein Softwareproblem ist. Ja, das heißt, wenn wir von vornherein schon im Entwicklungsumfeld uns Gedanken über das betriebliche Thema machen, dann haben wir weniger Betriebe, haben wir weniger Probleme. Ja. Und letztendlich ist die Problematik, dass in klassischen Organisationen das Thema Softwareentwicklung sich wirklich auf das Unterwerfen und das Bauen von neuen Softwarelösungen oder Features kümmert, weniger aber um den Betrieb und die Wartung. Aber 40 bis 90, ich weiß, das ist eine weite Range, aber trotzdem 40-90% der TCO entstehen nach dem Launch der Software. Also warum zum Henker versucht man nicht, die Software bzw. die betrieblichen Thematiken mit in die Softwareentwicklung mit einzubeziehen? Ja, das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Weiterer Punkt, das Thema Service Levels, sehr pragmatischer Ansatz. Wir gucken gleich noch ein bisschen tiefer rein in diese Themen, die ich jetzt gerade durchgehe. Ist natürlich schon so dieses Thema, wir müssen Ziele setzen. Das wird in DevOps über die Service Level Objectives getan. Und diese werden über die Service Level Indikatoren gemessen. Und wir müssen das auf eine pragmatische Art und Weise tun, dort klare Ziele setzen eines Services. Das Thema Toil habe ich eben schon mal angesprochen. Es geht hier um die manuellen Tätigkeiten, die durchgeführt werden. Und manuelle Tätigkeiten, die meinetwegen im operativen Umfeld, also meinetwegen irgendwie der manuelle Neustart eines Systems, das ist halt immer schwierig. Ne? Das braucht Manpower, das verschleißt Menschen. Und das wären natürlich Dinge, die wir möglichst schon betrachten müssen. Und wenn wir es nicht im Vorfeld schon betrachten können, dann vielleicht im späteren Verlauf tatsächlich automatisieren. Und das führt mich dann zum nächsten Punkt. Also möglichst das automatisieren, was auch tatsächlich automatisierbar ist, was wir derzeit manuell erledigen können. Natürlich braucht es hier auch einen entsprechenden Business Case dahinter. Genau, das Reduzieren der Ausfälle von Kosten. Natürlich klar, ne? Wir müssen möglichst gucken, dass wir, wenn Ausfälle auftauchen, das sehr, sehr früh erkennen. Und über dieses frühe Erkennen sparen wir natürlich Geld, das ist ganz klar. Ne? Die meisten Probleme stehen oder Schwierigkeiten entstehen schon beim Entwickeln einer Software.
Und wenn wir das da schon erkennen können, dann ist es relativ günstig. Wenn wir es später erst tun, also nach der Ausbringung, also sprich, wenn es in der Produktion ist, dann steigen die Preise natürlich exorbitant, beziehungsweise die Kosten exorbitant an. Und insofern müssen wir versuchen, diese Ausfälle zu reduzieren. Und als letzten Block habe ich hier das Thema geteilte Ownership. Also sprich, es ist vollkommen egal, wer die handelnden Personen sind, ob die Entwicklung, Betrieb. Es geht immer darum, dass wir Produktentwicklungsteams, wenn wir reine Entwicklungsteams haben, mit SREs vielleicht anreichern, die dann den Wisdom of Production, also sprich die Fähigkeiten der Produktion mit einbringen in diese Entwicklungsthemen. Und insofern ne, so ein Shift Left, den wir haben. Ne? Also zerbricht ihr bitte den Betriebskopf schon während der Entwicklung und sorge dafür, dass du die betrieblichen Aspekte betrachtest. Das wären so die grundlegenden Dinge. Ich habe noch ein paar Folien jetzt vorbereitet ne, zu den einzelnen Themen. Ne, dieses spannende Thema mit den SLA und SLOs und Error Budgets. Also letztendlich sollte in jeder Organisation, sollten wir darüber nachdenken, weil ich finde, es ist ein sehr pragmatischer Ansatz. Also sprich für Services, für Funktionalitäten, bestimmte SLOs, also Service Level Objective Ziele festzulegen. Hier nochmal ganz plakativ 99,9% eines Services oder 99% der Zeit soll ein Service verfügbar sein. Ein Hinweis ist immer noch gegeben, 100% ist immer falsch, weil 100% meistens nicht erreicht werden kann oder durch einen extrem hohen Aufwand. Und insofern 99,9. Und das, was dann überbleibt, ist das sogenannte Arrow-Budget. Das heißt, 0,1% kann ich benutzen, um ungeplante Ausfälle in den Griff zu kriegen, beziehungsweise kann das auch benutzen, und das ist immer so eine Empfehlung, das Arrow-Budget auch am Ende des Monats auch wirklich zu verbrauchen für neue Features oder für Verbesserungen, die ich proaktiv einreichen kann. Ja, Ziel ist immer, dass wir ne, diese maximale Feature-Velocity haben. Das heißt, wenn neue Features geplant sind, dass sie auch möglichst schnell geliefert werden, und dafür nutzen wir auch diese Arrow-Budgets und sollten sie auch tatsächlich verbrauchen. Und wenn ich sie reiße, sollte es auch Konsequenzen haben. Also da müssen wir im Zweifel in Zukunft oder dürfen dann keine neuen Features mehr machen, sondern müssen einfach an den Ursachen arbeiten, die dann zum Ausfall geführt haben. Genau, unten das Zitat von Mark Zuckerberg, ja, ne, wir müssen schnell arbeiten, dann gehen auch Dinge kaputt. Und wenn du eben die Dinge nicht brichst, nicht auf Menschen beziehen jetzt hier, dann bist du halt nicht schnell genug. Ne, das Mario Andretti hat tatsächlich mal gesagt, ne, wenn alles unter Kontrolle ist, dann bist du halt einfach zu langsam. Und das ist natürlich gerade im Digitalisierungszeitalter ein wesentlicher Aspekt. Genau, ne, Toil habe ich eben auch schon mal ganz kurz angesprochen. Das ist so ein bisschen dieses Thema technische Schulden, weil je mehr Toil wir haben, desto größer werden die technischen Schulden. Und deswegen müssen wir halt gucken, was ist manuell, was ist wiederkehrend, was ist automatisierbar. Und das sollte ich dann tatsächlich auch automatisieren. Ganz gleich, ob es jetzt keinen dauerhaften Wert gibt, aber Automatisierung ist das, was wir dann tatsächlich anstreben in SRE. Also möglichst die Dinge, die wiederkehrend sind, einfach ne, durch eine bestimmte Automatisierung in den Griff zu kriegen. Aber die Frage natürlich bei diesem Weg, ne, das morgen besser zu machen, als das heute ist, lohnt sich tatsächlich alles ist zu automatisieren oder alles zu automatisieren? Ich habe mal so ein paar Rechenexempel hier aufgebaut, gehe das jetzt mal durch. Wenn wir ne, etwas täglich tun und das täglich 5 Minuten dauert, dann verbringen wir in einem Jahr 21 Stunden und 40 Minuten damit, also rund 2,5 Arbeitstage. Also das ist schon eine ganze Menge, eine große Hausnummer. Und wenn ich jetzt einen Entwicklungsaufwand habe, der unter 2,5 Tagen ist oder maximal 2,5 Tage, dann lohnt sich das schon, das zu tun. Ja, das Ganze ne, bei einer Stunde täglich, bei einer Stunde wöchentlich, haben wir ne, in 2 Jahren 104 Stunden damit verbracht, und das sind 2,5 Arbeitswochen, und das ist für viele tatsächlich der Jahresurlaub. Ja, also muss man halt gucken, ob man diese Dinge nicht über Automatisierung, und wenn der Aufwand für die Automatisierung dann unter diesem 104 Stunden zum Beispiel liegt, über 2 Jahre gerechnet, dann lohnt sich das Ganze auch schon, ne, da eine Automatisierung zu machen.
Genau, und ich habe eben schon angesprochen, ne, was ist jetzt so ein Site Reliability Engineer? Was ist ja eine Stellenbeschreibung, ne, die wir bei Google haben? Letztendlich sind das Menschen, die zu 50% in operativen Aspekten unterwegs sind, also Ops-related, und zu 50% in der Softwareentwicklung. Softwareentwicklung heißt, ne, Design von Anwendungen, auch ne, sich über Datenstrukturen Gedanken machen, Service Design, die Integration und so weiter und so fort. Wohingegen dann die betriebliche Organisation, die betrieblichen Aspekte, dann Infrastruktur, Betriebssysteme, Verfügbarkeit etc. sind. Na, aber die haben wirklich diese 50%-Regel und die gilt auch tatsächlich. Ja, also Google sagt ganz eindeutig, es darf auch nicht mehr als 50% Ops sein, weil man sonst zu einem Ops-Mann verkommt. Ja, und das ist, gibt es klare Regeln, die für diese Site Reliability Engineers gelten. Und insofern dort dann auch so umgesetzt werden, ne, weil man eben nicht, ne, der Ops-Mensch werden möchte. Genau, ich habe eben schon mal gesagt, ne, das ist, ich glaube, mittlerweile doch mehr als 1500, weil so ein Netzfilm, wenn man 1500, ich würde sagen, dass es mittlerweile jetzt so an die 2000 SREs gibt, die genau diese Stellenbeschreibung haben. Ich habe eben schon mal gesagt, Wisdom of Production ist etwas, was ein wichtiger Aspekt ist, weil natürlich der größte Teil des Lebens einer Applikation oder eines Features wirklich nach dem Deployment oder nach dem Release tatsächlich stattfindet. Ich habe das durch das graue Kästchen mal so ein bisschen angedeutet. Ne, wir müssen Leistungsanalysen machen, Monitoring, Debugging, Datenintegrität sicherstellen, ne, Instandsetzungen, Configuration, Kapazitätsplanung etc. Und diese 40-90% TCO im betrieblichen Umfeld, das ist ja das im grauen Kasten, ist ein Hinweis dafür, dass wir ganz, ganz viel Aufwand reinstecken müssen, schon in Anforderungsaufnahmedesign, wenn es wirklich um neue Features, neue Software geht, weil wir wissen, irgendwann geht es live und irgendwie müssen wir das Ganze in den Griff kriegen. Und das ist genau der Punkt. Ne? Also, dass wir dadurch, dass Systeme sich entwickeln, dass wir das auch wirklich wissen und dann immer wieder darüber nachdenken, was müssen wir eigentlich entwicklungsseitig beachten, damit das am Ende auch betreibbar ist. Ja, insofern ist es, glaube ich, einigermaßen klar, dass diese SREs, diese Ansätze so erfolgreich sind, eben wegen dieses Wissens über die produktiven Anforderungen, dass das schon von vornherein mit reingebracht wird. Wenn wir jetzt SRE nochmal so ein bisschen einen Bogen spannen, in die Gesamtwertschöpfung mit einsortieren wollen, dann sieht das Ganze so dar. Ich habe oben mal so eine Entwicklungspipeline oder eine Deployment-Pipeline mal aufgeschrieben, ne? Also von der Idee über Planung, über Design, über Build, über Deploy, über Test, über Release bis in den operativen Betrieb hinein. Wo sortiert sich jetzt Site Reliability Engineering mit rein? In alle Bereiche, aber kommend wirklich aus dem Operations-Teil. Ne? Sie finden es jetzt ja hier unten. Wir haben die Weisheit der Produktion und bringen das in sämtliche Phasen dieser Pipeline mit ein. Ja, andere Methoden, die man hier hat, ne, User-Centered Design mit Design Thinking zum Beispiel oder agile Entwicklung, setzen zu anderen Zeiten mit an, sind aber Dinge, die natürlich sehr gut dann auch genutzt werden können, ne, von den Site Reliability Engineers. Ja, das ist tatsächlich eine Folie, die von SRE kommt, aus dem SRE-Training. Ich sage im Training immer mit dazu, naja, ITSM mittlerweile eigentlich, ITIL, kann man komplett durchziehen. Ja, weil das Rahmenwerk in ITIL 4 mittlerweile den gesamten Wertstrom von der Idee bis zum Operation mit berücksichtigt. Es berücksichtigt mittlerweile sogar das Thema Site Reliability Engineering. Ja, das ist zum Beispiel ein Thema in HVIT, wo wir das dann auch finden. Aber das nur zur Einsortierung, ne? Welche Methoden, welche Ansätze in welcher Phase tatsächlich anzuwenden bzw. genutzt werden. Genau, beginnen Sie mit Ihrer SRE-Reise. Also wenn Sie das Ganze wirklich planen, wenn Sie das Ganze wirklich umsetzen wollen, dann sorgen Sie bitte dafür, dass Sie sich selber einräumen, dass Ausfälle unvermeidlich sind. Ja, einfach diese Dinge einplanen. Wir haben eben schon, ne, über dieses Thema SLOs gesprochen, also wählen Sie Error-Budgets, die diese Ausfälle auch tatsächlich einplanen.
Was wir zusätzlich brauchen, ist das Thema des Buy-ins, ne, von Top-Management und Führung. Das ist ein ganz, ganz kritischer Erfolgsfaktor, den wir dort haben. Wir brauchen eine Kultur, ja, eine Kultur, die sich selber immer wieder hinterfragt und Wege sucht, auch tatsächlich besser zu werden. Und das wird das Schwierigste sein, weil diese SAEs sind natürlich rar gesät. Wir brauchen diese T-Shape-Profiles. Ja, also wir brauchen Menschen, die eben nicht nur ein Themengebiet beherrschen, sondern mehrere Themengebiete. Also im besten Fall Ingenieure, die auch tatsächlich betrieblichen Fokus haben, sehr viel Interesse in dem Bereich haben. Muss aber die Tendenz immer nur da sein. Ausbilden kann man die Leute tatsächlich immer. Ja, und dann so eine kleine Abfolge, die wir festgelegt haben, beziehungsweise aufgeschrieben haben, ne? Mal eine Beispielanwendung, einen Service identifizieren, dann diese SLOs festlegen für diesen Service, bitte niemals 100%, sondern behalten Sie ein Error-Budget über, wo Sie ungeplante Ausfälle realisieren, beziehungsweise berücksichtigen oder neue Features, Verbesserungen einbauen können, eine Baseline erstellen für den aktuellen Zustand dieses Services, also wo finden Sie sich im Moment, also was ist zum Beispiel, wie lange brauchen Sie für Releases im Rahmen dieses Services? Wie lange brauchen Sie für Wiederherstellungen? Das sind so Dinge, aber auch eine Überwachung einzubauen für diesen Service, zu gucken, wo stehen wir aktuell bezogen auf die Überwachung, und dann Systeme und Prozesse schrittweise anpassen, um SLOs zu erfüllen, die wir festgelegt haben, und dann immer wieder Review, Retrospektiven und Wiederholungen machen und einfach lernen und besser werden und das Ganze dann auch auf weitere Services ausweiten. Genau. So, jetzt noch so ein bisschen Eigenwerbung zum Schluss, weil mit den eigentlichen Themen bin ich tatsächlich durch. Für wen ist das Ganze jetzt was, das ganze Thema Site Reliability Engineering? Im Moment gibt es nur die Foundation, die aber sich sehr gut eignet für Kandidaten, die aus dem Scrum-Umfeld oder agilen Umfeld kommen. Auch das Thema Testen, also ISDQB, würde ich in diese Sparte jetzt mal mit reinpacken. Natürlich DevOps, weil DevOps sehr gut diesen Rundumblick liefert für dieses Thema, also das Gesamtverständnis nochmal fördert, weil Site Reliability Engineering schon sehr detailliert und sehr praxisbezogen ist. Und natürlich die aus dem Service Management, aus dem Klassischen kommen, auch die sind Kandidaten dann für dieses Site Reliability Engineering. Und das mündet dann tatsächlich, ne, in die Trainings. Kleiner Ausblick nur, also das, was ich oben reingeschrieben habe, ist noch nicht spruchreif. Es gibt momentan bei uns die Idee, einen SRE-Practitioner sich erstmal anzuschauen und zu gucken, ob das was für unsere Kunden ist. Wir sind da aktuell in der Entscheidungsfindung. Wir brauchen da noch ein bisschen mehr Informationen, aber was wir bisher wissen, ist tatsächlich, ne, es wird um eine Erweiterung des Wissens gehen, was in der Foundation natürlich geliefert wird, wo es um Grundverständnis geht. Also die Themen, die wir jetzt hier so ein bisschen angerissen haben, die werden in der Foundation weiter natürlich vertieft. Und in dem Practitioner geht es wirklich auch um Szenarien, um Fallstudien. Es geht um, ne, klare Verbesserungsansätze für Agilität, funktionsübergreifende Zusammenarbeit. Was können wir tun, um das Design so aufzubauen, dass es widerstandsfähigere Services gibt, etc. Ja, aber wie gesagt, Sie werden das noch nicht auf unserer Webseite finden. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt kommen wird, aber stressen Sie uns da ruhig. Ja, fragen Sie ruhig nach, wenn Sie Interesse haben, dann ist die Entscheidung mit Sicherheit auch ein bisschen einfacher zu treffen, ob eine solche Entwicklung auch wirklich für uns sinnvoll ist. Genau, das wäre so dieses Thema der Ausbildung, die es gibt, wie gesagt, momentan Foundation, sowohl im VLC-Format, dann sind es 2 Tage, aber auch natürlich als Klassenraum-Training, wenn es denn wieder möglich ist. Und ich hoffe, dass die Zahlen jetzt so weit runtergehen, dass wir in naher Zukunft dann auch wieder diese Trainings Auge zu Auge durchführen können. Zum Schluss noch ein bisschen weitere Veranstaltungen und unser YouTube-Kanal. Sie werden das natürlich auf YouTube finden, das, was ich jetzt hier erzählt habe, und können sich das Ganze nochmal anschauen. Weiterhin wird in relativ kurzer Schlagzahl es mit dem DPME weitergehen, also dem Digital Project Management Online-Kongress, der vom 7.6. bis 11.6. stattfinden wird. Es wird wieder unsere Tool-Meetups geben. Wenn Sie Interesse haben in Richtung neues IT-Service-Management-Werkzeug, kommen Sie dahin. Ganz toller Austausch mit unseren Partnern.
die Sie auch in der Ausstellung finden. Und es gibt dann nochmal das Thema Dame Experience vom 29.11. bis 3.12. Da wird es dann auch nochmal um das Thema Digital Agile Management Experience gehen. Es wird aber wahrscheinlich, so wie ich das im Kopf habe, eine gemischte Veranstaltung geben, wo wir sowohl Projektmanagement wie auch agile Methodiken mit aufnehmen werden. Damit bin ich am Ende der 45 Minuten. Bedanke mich fürs Zuhören und stehe jetzt natürlich für Fragen bereit. Also wenn immer Sie Fragen haben, dann schießen Sie jetzt los oder schweigen Sie für immer. Ja, Markus, danke dir für diesen tollen Überblick über das Thema Site Reliability Engineering. Mit Blick auf die Uhr, Fragen sind aktuell keine reingekommen. Nichtsdestotrotz, das ist wieder genau das, Moment, wollte Ihnen noch was zeigen, da lässt es mich jetzt wieder nicht so wie geplant. So. Ja, unabhängig davon, es kamen jetzt noch keine Fragen rein, aber es kam eine Information zum Vortrag, die Rückmeldung, dass es ein sehr, sehr guter Vortrag, ein ausgezeichneter Vortrag war. Also das kann ich nur widerspiegeln. Fragen können Sie gerne dann in der Speakers Corner noch stellen. Ich habe den Link in den Chat reingestellt. Also wie gesagt, direkt dahin gehen, dort mit dem Markus in den interaktiven Austausch treten. Ansonsten gerne auch über die Serviu jederzeit kontaktieren und den Kontakt hier an der Stelle aufnehmen. Es geht heute weiter hier im Programm noch mit weiteren Impulsvorträgen. Der Hinweis auch, die DSME, ich hatte es ja schon gesagt, neigt sich langsam dem Ende. An der Stelle freuen wir uns natürlich auch über Ihr Feedback. Der Markus hat es schon gezeigt in vielen Folien. Es stehen noch ein paar interessante Kongresse und Events an. Also auch da hilft Ihr Feedback, um besser zu werden. Und wie geht es weiter hier bei uns im Programm? Wie gesagt, Impulsvorträge an der Stelle, aber auch ein Dialog zum Thema ITIL in 5 Tagen, Process Prototyping. Und den Abschluss bildet heute eine Keynote aus dem Hause BWI von Timo König. Und dann am Abschluss natürlich auch die Verabschiedung durch Michael Gresse und dann auch die Auslosung der Ausstellerrallye. Also auch da nochmal der Hinweis, schauen Sie bei den Toolherstellern vorbei und verschaffen sich auch da einen guten Überblick über die Toolaussteller an der Stelle, was es Neues gibt. Ich sage für den Moment tschüss, freue mich, wenn Sie vielleicht im nächsten Impulsvortrag wieder bei mir dabei sind. Ansonsten wünsche ich Ihnen an dieser Stelle schon mal ein schönes langes Wochenende. Machen Sie es gut und viel Spaß noch hier auf der DSME. Tschüss. Tschüss.